Hier steht eines der heißesten Räder des Jahres 2022. Das hat zumindest Majid Park gesagt. Gerade eben in einer gespielten Anmoderation hast du gesagt, was hast du genau gesagt? Hier steht das heißeste Fahrrad 2022, 2023. Wir haben hier einen Stevens. Wir sind bei Switchbike Bornemann in Gießen. Hallo Majid. Das machst du immer so, gell? Hallo Sven. Hallo Sven. Ja, Spaß beiseite, genau. Ich stelle dir keine Fragen mehr, du kannst es selber reden. Ja, gerne. Also, wir haben hier eine Inception 8.7.2. Das 2 steht ja für einen Shimano-Motor. Das 1 steht immer für einen Bosch. Das werden wir heute auch drehen. Wir haben hier einen Shimano EP8-Motor, der 30% kleiner geworden ist wie der Vorgänger. Das heißt, ich habe mehr Bodenfreiheit. Das ist sehr leise, sehr smooth. Und ich habe den 700-Wattstunden-Akku. Der wird von Drafung entwickelt und den kann ich auch abnehmen. Beim Bosch-Modell ist der Akku aber fest verbaut. So viel zum Antrieb. Ich habe auch den kleinen Shimano-Display, das können wir auch gerne zeigen. Den Display? Das ist mein Display und da ist es bei dir nachher. Ich kann es mit dem Bluetooth verbinden, mit dem Handy. Da kann ich auch zwei individuelle Modis einstellen, wenn ich will. Und das ist auch ein Farbdisplay. Ich sehe alles, was ich will, wie viel ich unterstütze, wie viel Akku und dann natürlich die Kilometeranzeige. Ich habe ja Farbfernsehen mittlerweile, das kann man sehen. Das ist gut. Es gibt auch Schwarz-Weiß-Display, haben wir eben gesehen, glaube ich, bei Yamaha, das Display ist große. Bei Bosch auch. Bei Bosch auch. Intuvia 100 nennt sich das Ganze, kommt in 3 Tagen raus. Dürfen wir zwar nicht sagen, aber dein Video wird... Nochmal, wie heißt das? Intuvia 100. 100. Heute ist uns der 1. Juli 2022. 3. oder 4. wird es vorgestellt. Wird's hören. Also wenn du das Video am 3. hochlädst, ist alles gut. Wir haben schon einen Brief von Bosch bekommen übrigens, dass wir nicht so viele Informationen raushauen dürfen. Okay. Schöne Grüße an Bosch übrigens. Das ist die Fernbedienung? Genau, das ist die Fernbedienung. Eco Trail Boost. Und wir haben hier quasi auch die Fernbedienung von der absenkbaren Sattelstütze von Shimano, hast du gerade gesehen. So, Alupreise sind gestiegen, deswegen sind die Griffe kürzer. Genau. Dann sind die auch effizienter. Das nennt sich Einfinger- oder Zweifingerbremse. Das ist von XD, wo ich auch den Druckpunkt einstellen kann. Für viele, die fragen, was ist Zweifingerbremse oder Einfingerbremse? Einfinger, Zweifinger. Und die, wo du wirklich mit 4 Finger dran gehst, das sind da 4 Fingerbremsen. Das ist beim Mountainbike natürlich besser, das kann ich dann viel feiner dosieren und es fährt sich dann natürlich viel besser. Ja, du bist täglich Downhill im Trail unterwegs und hast die Räder auch teilweise selber getestet. Was ist das maximale Systemgewicht? 160 Kilo momentan auf dem Markt. Mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad zusammen, genau. Okay, so, Fox also Float. Bei dem Fahrrad ist es jetzt, glaube ich, 150 oder so. Ich weiß es bei dem Fahrrad tatsächlich nicht, aber genau das Höchste, was wir auf dem Markt haben, ist 160, 165. Ja, vielleicht mal ein, zwei Worte zu Stevens, der war mal Fahrradhändler. Genau, kommen aus Hamburg, machen eine tolle Arbeit und sind eine sehr fachhandelsorientierte Marke. So, die können lackieren? Die können gut lackieren. Das Fahrrad ist wirklich sehr gelungen. Wir haben hier Silber Matt. Das Vorgängermodell war ja so Neon-Orange und der ist wirklich so richtig kirschrot. Das sieht wirklich, ich weiß nicht, ob das in deinem Kamera dann kommt rüber. Also es sieht wirklich heiß aus. Ja, wir filmen heute draußen am 1. Juli Diore XT. Ja, erzähl mal nochmal zu den Kassetten, was für eine Kassette ist drauf? Da ist eine Diore-Kassette drauf. Das sieht man auch daran, dass quasi kein gehärtetes Aluminium dran ist. Mhm. Und wenn ja der große Ritzel schwarz ist, ist das ein Elix. 2 Stück schwarz ist ein XT und 3 Stück ist ein XTR. Man sieht ganz oft so Gedöns auf den Kassetten draufgedruckt. Was hat es damit auf sich? Oder ist es bei SRAM nur? Das ist das neue Diore, hast du ja gesehen. SRAM hat es ja auch designmäßig und irgendwie muss man ja was Neues vorstellen. Also einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen. So sieht's aus. XD 12-fach haben wir verbaut, also die beste Schallung, die es gibt. XD Schall ist ja sehr sanft, wobei man eigentlich so Diore ja nicht so einen krassen Unterschied merkt. Der Shifter ist natürlich auch XD, das sieht man hier. Wichtig ist in Zukunft, also ich kann ja noch hier 3 Gänge schalten. Das soll man dann auch bitte beim Fahren machen. Ich muss dann gleich das Fahrrad hochheben und drehen. Das gibt es zum Beispiel bei SRAM nicht mehr, da gibt es nur noch ein Rad, weil wenn du am Berg stehst, im Boost-Modus und dann 3 Gänge auf einmal schaltest, vernichtest du wirklich die Kette. Also da ist es halt ziemlich blöd. Ich habe gedacht, wieder irgendeine deutsche Norm, die eingesetzt wird, dass das Schalten nur noch bis zu 2 Gängen möglich ist, um den Spaß zu minimieren. Um Gas und Energie zu sparen. Gas. So, die Bereifung hinten, klär mich mal auf, hier dieser Streifen, was hat es damit auf sich? Ist da einer so über die Straße gefahren? Nee, also du siehst das ja immer hier, es gibt 4 Farben, das ist jetzt Orange. Orange steht für Soft Addicts, das ist einfach eine Gummimischung, die dann quasi, ja. Was?
Also den kannst du relativ leicht abrubbeln, aber dafür hat er Grip. Dafür hat er Grip und es gibt dann Super Speed. Das ist rot, glaube ich. Der ist dann halt natürlich nicht, klebt da nicht mal so auf der Straße, sage ich mal. Dafür ist er halt schneller, ne? Das heißt, der hat eine enorme Bodenhaftung und Seitenhaftung und überhaupt. Der hier jetzt, ja. Und es gibt dann noch Super Soft, das ist lila. Das ist dann wirklich das Maximum. Also das hast, also wenn es auch kalt ist, dann hast du richtig Dings. Radiergummi. Genau. So, und dann hier unten. Ja, die billigste Bremse. Die es überhaupt auf dem Markt gibt, genau, die Shimano XD Diore. Schrott aus dem Land der aufgehenden Sonne. Nein, Spaß. Das Beste vom Besten. Es gibt noch XTR, was ist der Unterschied? Er ist dann nochmal direkter. Nochmal ein bisschen mehr Druck. XTR ist ja XT Race. Das ist ja nochmal für Wettkämpfe optimiert worden, aber XT ist wirklich. Ja. Ist die Scheibe auch eine XT-Scheibe? Nee, das ist eine normale Scheibe. So, jetzt nochmal vielleicht kurz zu den Bremsen. Da haben wir so oft drüber gesprochen, haben gesagt, ich fahre ja immer noch eine 2-Kolben Magura, bin total zufrieden. Was spricht denn für eine 4-Kolben? Du hast mehr Bremskraft und mittlerweile, aber du hast auch weniger Verschleiß, sage ich mal. Ne? Weil du hast mit der 2-Kolben auch überschlagen. Geht auch. Du kannst dich auch mit einem V-Brake, wenn du die ein bisschen falsch einstellst, überschlagen, wenn die dann zu aggressiv wirken. So, das Back hier, was hat das auf sich? Überlaufbehälter, da hast du natürlich noch mehr Reserve. Das ist auch der neue Float DPX 2. Der neue hat natürlich ein bisschen neues Design bekommen, sieht ein bisschen bulliger aus. Und technisch gesehen kommst du natürlich besser auch an den Dämpfer und kannst es auch natürlich feiner einstellen. So, hier sind zwei Schrauben, was können die? Da kann ich ein Schloss dran machen oder auch einen Flaschenhalter von Fitlock, das sind diese magnetischen. Ja. Wir haben eben einen Rundgang uns gefilmt, es gibt einen Geheimraum, wo wir nicht verraten, wo der ist. Ja, der ist so ein bisschen James Bond-mäßig. Es gibt einige dieser Geheimräume bei uns. Da liegt was? Da liegen zum Beispiel Schlösser. Ja, Schlösser, alles ja, mögliche. Bordeaux. Da liegt ein Bordeaux. Wie wenig das große mit dem Alarm? Bordeaux Big Alarm. 170 Euro kostet das ja. Wir haben so ein Geheimraum ist wieder bei uns unter der Treppe. Da lagern wir auch ungefähr 1000 Schlösser. So, also das gleiche auch vorne, eine 4-Kolben. Fox 38, genau, für viele, die jetzt zum ersten Mal bei uns reinschauen. 38 mm ist so der Rohrdurchmesser. Das führt dann dazu, dass meine Rad dann extrem steif ist und quasi, ja, wir gehen ja schon Richtung Enduro, das Maximum, was momentan möglich ist. Ja. Es kann sein, dass in 2-3 Jahren auch ein 40er kommt, wissen wir nicht. So, Stevens schleift gerne, das ist Alu? Das ist feinstes Aluminium aus Plastik, das ist Carbon. Das ist Carbon? Genau. Ist mach mal. Ja, den Test, da bin ich vorsichtig, weil die klingen, heute klingt auch Alu wie Carbon. Ja, aber dann weißt du, wie du es dann feststellen kannst? Wie denn? Fass mal hier an, das ist Alu. Das ist immer kalt. Ne? Ja. Und wenn du Carbon anfasst, ist es immer warm. Das kannst du auch bei Felgen so machen. Felge ist hier kalt. Wir haben ja sehr oft bei Felgen gedreht, wo wir wirklich selbst nicht wussten, es ist ein Carbon, es ist ein Alu. Einfach dran halten, wenn es kalt ist. Links, Plastik fühlt sich anders an als wie Metall. Okay, das heißt, ich nehme ein Alu, ich beschichte es mit Plastik und verkaufe es Carbon. Kannst du auch machen. Aber ist wirklich, mittlerweile ist der Alu so gut, dass man kaum. Das ist doch am Rahmen. GTF steht der hier. GTF. Das ist Carbon. 6.199 Euro, ist das auch ein Indiz für Carbon? Nein. Also ich habe Alu-Räder, die 9 kosten. Aber Stevens ist Preis-Leistung wirklich unschlagbar. Wir haben hier wirklich ein tolles Rad für 6.2. Es ist auch kein Billigcarbon, wie der große deutsche Discounter das gerne macht, wo mal immer Risse rauskommen. Das ist wirklich ein tolles Carbonrahmen. Und man muss auch beachten, Carbon ist nicht Carbon. Es gibt natürlich noch Carbonräder, die noch hochwertiger sind wie hier. Das haben wir zum Beispiel bei Giant oder auch bei Trek, OCLV oder bei Rennrädern, die über 12.000, 13.000 Euro kosten. Das ist wieder andere Fasern. Da wird es auch ein anderer Produktionsmechanismus benutzt. Man darf halt Carbon auch nicht mit Carbon vergleichen. Sehr schön. Also Stevens, das E-Inception, warte mal, ich habe es auswendig gelernt, FD872. 872, genau, mit Shimano Motor. Hast du gut gelernt, danke dir. Ja, ich danke dir auch, ja, ich zeig mal gerade. Machen wir gleich das 871, das ist dann so karamellweiß, das ist auch sehr gelungen. Bringe ich gleich auch raus, dann drehen wir das gleich auch. Ja, Switchbike Bornemann, ich schreibe alles in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr das nicht öffnen könnt, weil ihr vielleicht auch im Fernseher seid oder wie ich zu blöd, die Fernbedienung zu bedienen, dann sagt mir die Telefonnummer 0641 34393. Ja, demnächst auf der Webseite etwas ganz Modernes machst du. Es soll eine elektronische Übersicht über die Räder und die Verfügbarkeit geben. Genau. Man nennt es auch Webshop. Webshop, genau, nach 20 Jahren. Danke. Also, bitte. Guck mal drauf. Und jetzt haben wir das teuerste Enduro-Bike der Welt. Ja, komm, wir zeigen es gleich. Wir zeigen es gleich. 13.100 noch. Mal gucken, wie sich die Preise da entwickeln. Danke, ciao. Ciao.